In die Zeit der Absicht. Wann muss eine Absicht stattgefunden haben? Kann sie sich, kann es oder darf es sein, dass sie sich beispielsweise, dass sie verzögert auftritt, nachdem man mit der Handlung begonnen hat? Darf es sein, dass sie schon lange vor der Handlung stattgefunden hat? Ist es möglich, dass sie synchron und gleichzeitig mit der Handlung stattfindet? Das ist die Frage. Das nennen sie Oportunie, die Zeit der Absicht. Also die Zeit der Absicht, hier gibt es eine Faustregel. Das gilt für alle Handlungen. Und zwar, bis ausgenommen von dem Fasten zum Beispiel wegen der erheblichen Schwierigkeit. Also grundsätzlich muss die Absicht zeitgleich mit der Handlung stattfinden. Beziehungsweise kurz davor. Also sie muss mit der Handlung beginnen und oder der Handlung kurz vorausgehen. Aber wie gesagt, das ist hier bei dem Fasten nicht der Fall, denn beim Fasten würde das ja erhebliche Schwierigkeiten bringen, wenn man das die ganze Zeit beobachten müsste, und daher wird das Fasten ausgenommen. Es ist aber, wie gesagt, grundsätzlich auch erlaubt, dass die Absicht der Handlung ein wenig vorauseilt. Auch beim Gebet beispielsweise. Auch beim Gebet. Wobei das auch etwas sicherer ist für den Menschen. Denn wenn wir sagen würden, die Absicht muss gleichzeitig mit der ersten Handlung des Gebets passieren, die erste Handlung des Gebets ist ja der Takbir al-Ihram, dann kann das durchaus dazu führen, dass einige Menschen hier erhebliche Probleme bekommen, und zwar diese Zweifel dann beim Gebet, war das jetzt gleichzeitig oder nicht, und dann versucht er 100.000 Mal zu starten, bis er sich irgendwann sicher ist und dann weiterbetet. Von daher, zur Erleichterung ist das eben hier legitim, aber grundsätzlich auch in den meisten Handlungen. Es gibt aber Handlungen, in denen es auch legitim ist, dass die Niyya erst später stattfindet. Das ist aber sehr gering. Mir fällt persönlich das auch kein anderes Beispiel ein, außer dem Fasten, dem freiwilligen Fasten. Es ist nämlich überliefert in den Sunnan, dass der Prophet, wenn er morgens aufstand, also nach dem Fajr, also hier ist eigentlich hier beginnt ja das Fasten eigentlich schon mit dem Eintritt der Morgendämmerung. Wenn er dann aufstand, wie gesagt nach dem Fajr, und nichts zu essen fand in seinem Haus, dann fastete er einfach. Und deswegen erwähnen die Rechtsgelehrten, dass es legitim ist, freiwilliges Fasten auch, die Absicht zu fasten, auch nach dem Beginn der Fastenzeit zu fassen. Vorausgesetzt, man hat nichts gegessen oder keine Handlung getan, ausgeübt, die das Fasten bricht, was ja nicht nur das Essen ist.